Nersen ist seit 1970 ein Stadtteil der Stadt Willich und liegt am Niederrhein und an der Niers. Das Schloss Nersen war bei seiner Erbauung noch eine Wasserburg an der Niers. Heute ist die Niers ungefähr 1 Kilometer vom Schloss entfernt. Vermutlich stammt daher auch der Name Nersen. Heute ist das Schloss Verwaltungszentrum und kultureller Mittelpunkt. Im Schloss befindet sich heute ein Teil der Stadtverwaltung. Ebenso gibt es hier Gastronomie. Der Weihnachtsmarkt am Schloss Nersen ist klein, aber fein. Er findet allerdings nur am 3. Adventswochenende statt. Gezeigt werden neben kulinarischen Köstlichkeiten auch echte Handwerkskunst. Am 13. Juli 1984 wurden die Festspiele Schloss Nersen zum ersten Mal eröffnet. 2 Jahre später war das Nersener Freilichttheater bereits ein fester Bestandteil der lokalen Kulturszene. Im Jahre 1989 besuchten über 20.000 Besucher die Festspiele. Bis heute finden die Festspiele Schloss Nersen regelmäßig im Schlossinnenhof unter freiem Himmel statt. Im Schlosspark befindet sich seit 1994 eine Skulpturensammlung mit insgesamt 25 Exponaten. Die meisten der Skulpturen sind abstrakt gestaltet. Während der Euroga 2002 war der Park Teil der überregionalen Landesgartenschau Nordrhein-Westfalens. Dabei wurde der Park auf 25 Hektar erweitert. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch ein Abo oder einen Daumen da. Oder teile dieses Video mit deinen Freunden.